Hallo zu einem Let's View des Thomas Action Figure Digest 197 aus dem Jahre 2011. Der Tomat ist ein amerikanisches Toy-Magazin über aktuelle Toys, zu der Zeit natürlich, und älteren. Und wir schauen uns den einfach mal an. Hier haben wir ein schönes Cover mit einem Klontrooper und Werbung für die Toy Fair, einer Messe in Amerika von 2011. Ja, und ich glaube, Clawful heißt der Charakter aus Masters of the Universe. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich sehen. So, hier mit Übersicht. Star Wars Vintage Toy Werbung. Hier mit dem Kopfgeldjäger, glaube ich, aus Star Wars Angriff der Klonkrieger. Ja, Attack of the Clones. Hier sehen wir so ein paar Figuren. Mace Windu. Die sind so auf klassischer Star Wars Karte herausgekommen. Schöne Werbung. Hier mit die Übersicht, was in diesem Heft betrachtet wird. Aber da wollen wir uns jetzt gar nicht mit betrachten. Wir fangen an zu blättern. McFarlane Toys. Ja, was haben wir denn hier? Zombies herausgebracht sind. Rick Grimes. Und zwar hier sehen wir ja Walking Dead Figuren. Und ihr werdet sehen, hier ist auch Michonne. Und die sind noch nach dem Comic. Da war die TV-Serie noch nicht richtig da. Beziehungsweise, ich gucke gerade. Genau, das ist, da ist die Serie noch nicht, die startet erst in dem Jahr. Und in dem Sinne sind das Vorab-Figuren. Also das heißt, sie sind schon nach der Serie, nach der TV-Serie, aber Bichon ist ja nicht in der ersten Folge aufgekommen. Also es ist eine Mischung aus Comic und Film. Ja. Thor, The Mighty Avenger, Marvel Studios, auch Werbung. Ich überlege gerade, ob das zum Film ist, ein altes Logo. Marvel Studios ist ja das. Kann sein, dass das der Name des ersten Thor-Films war. Nicht schlecht. Ja, sind wir bei Marvel. Weitere Helden. Wonder Man, Captain Spider, Spider-Man and Captain Britain. Quicksilver. Ja, viele Charaktere, so richtig schön im klassischen Comic-Look. Und dann haben wir hier einfach eine News-Seite, eine Info-Seite von dem Tomat. Auch hier weiterhin. Hier gab es wohl bei McDonald's im Menü ein Justice League-Menü. Ja, sowas gab es auch. WWE Rumbles-Figuren. Da haben wir Wrestling-Figuren vom WWE. Eben versammelt. Undertaker hier ganz klein. Warum nicht? Genau das Richtige. Mattel hat jeden damit bedacht. Machen wir gleich weiter. DC direkt, DC-Figuren. Starfire, sehr sexy. Auch Serena. Als Santana. Auch sehr, sehr hübsch. Auch überhaupt sehr gut gelungen, die Figuren. Nicht ganz meine, aber ja. DC. Toll. Hier haben wir auch noch weiter. DC, Flash, Wonder Woman aus Flashpoint, aus einem bestimmten Comic Art. Style, Wonder Woman in Rüstung, Batman, Cyborg und Harley und Joker, Vampire, Batman. Ja, und hier haben wir Fluch der Karibik, Lego. Ja, den gab es auch. Captain Jack Sparrow. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, gar nichts davon, außer eine Jack Sparrow-Figur. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier auf dem Thron vom zweiten Teil. Ein bisschen. Und Fountain of Youth, das heißt, in diesem Fall ist das dann ja der Film Fremdliche Zeiten. Wow, so lange ist der schon her. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Sehr, sehr schön. Cooles Set. Und weiter geht's hier auch mit Lego Fluch der Karibik. Echt coole Sets. Hier aus London, wie er da flieht. Ach, vom zweiten Teil, die Mühle, die Black Pearl. Ja, echt cool. Echt, echt cool. Wahnsinn. Schön anzusehen. Kotobukiya Figuren, eine japanische Firma, die Statuen macht. Teilweise ein bisschen auf Manga-Style, ein bisschen sexy, wie wir hier sehen können. Eine aus Ghostbusters-Version, auch wirklich sehr schön. Oder auch hier eine Phoenix, Jane Grey. Hier gibt es Carbonit-Eisform oder Kuchenform. H2D2-Kuchenform. Nicht schlecht, was wir hier alles rausbringen. Laserschwerter. Toll. Ultimate Fighting Championship-Figuren. Ja,
kenne mich damit nicht aus, aber schön anzusehen, gut getroffen. Und Thor, Almighty Thor, es könnte der erste Thor-Film sein, wie wir sehen, mit Chris Hemsworth. Nicht immer ganz getroffen, auch Loki nicht, aber wir haben alle Figuren dabei. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Und hier weiter. Wenn die mal so gekämpft hätten, ne? Das ist so mit noch mehr Kampfausrüstung, als wir sehen. Thor hier im Kampfmodus. Also, warum er dann so unterlegen war, frage ich mich. Cool, was es alles gab. So, hier haben wir auch schöne, ein bisschen Sideshow Collectibles, besondere Statuen, die etwas teurer sind und feiner gearbeitet. Da haben wir einen Anthony Hopkins aus Thor und einen Bruce Lee in zwei verschiedenen Versionen. Seiner Filmversion und eine britischen Version oder so ein bisschen wirkt das. Und hier kommen wir gleich zu Hot Wheels und hier sehen wir gleich den Back to the Future DeLorean. Ja, Hot Wheels gab es eine ganze Menge an an Vielseitigkeit und Thomas hat sich immer verschrieben, immer ein paar Seiten für Hot Wheels zu reservieren. Wir picken natürlich hier nur besondere raus, auch hier ein anderer DeLorean, aber auch sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht. Hier haben wir den Back to the Future Time Machine, das ist der vom ersten Teil, weil hier fehlt ja noch der Mr. Fusion. Gab auch, glaube ich, von allen drei Teilen einen Hot Wheels DeLorean. Ja, auch wirklich coole Figuren oder Fahrzeuge, besser gesagt. Ja, nicht schlecht, so ein bisschen so ein Eiswagen, Ice Cream Truck, aber auch ein bisschen crazy. Flugzeug, Rennwagen. Also abwechslungsreich ist Hot Wheels auf jeden Fall. Also das wäre auch ein mega Sammelgebiet, wenn man wirklich alles sammelt. Hier ein cooles Snowride-Fahrzeug, also ein Schnee-Bike. Cool. Züge, auf Schienen oder beziehungsweise auf der Straße sieht es fast so aus. Ganz nicht so schlecht. So, weiter geht's. DC Universe. Da haben wir eine ganze Menge Charaktere. Ich kenne die jetzt nicht so. Ich bin jetzt nicht so tief im DC Universum drin. Captain Boomerang weiß ich, ist Suicide Squad vorgekommen. Das ist ja wirklich hier sehr stark nach Comic bezogen. Crime Syndicate of America. Das ist also noch so ein anderes Universum, wo man andere Batman, Flash und Wonder Woman haben. Ja, weitere DC Universe Figuren, so ein bisschen mehr der Comic Style, Young Justice, sehr interessant. Masters of the Universe. Ja, hier haben wir schon so ein bisschen Neuinterpretation der Klassikreihe, ein bisschen überarbeitet. Ja, auch interessante Figuren, die rausgekommen sind, wirklich sehr interessant. Klassische, auch schon überarbeitete Figuren. Oder eben halt, wie man hier sieht, so die Riesen, die nie rausgekommen sind, sind dann für den amerikanischen Markt wieder neu produziert worden oder in einer neuen Form. Transformers haben wir hier auch. So Movie sind jetzt wenig Fahrzeuge, die wirklich im Film vorgekommen sind. So ein kleiner Bumblebee, ja. So kann man das als Station verwandeln, das Fahrzeug. Oder das Raumschiff eben halt so als Basis. Barricade, das sind so die ganz simplen Transformer. Diese Movies sind nicht ganz mein, bleibt doch eher bei klassisch, aber schön anzugucken einfach. So, hier haben wir noch mehr Figuren. Hier haben wir auch Transformers Prime, so ein bisschen dazwischen. Auch die Figuren, ich weiß gar nicht, ob es die Helden auch gab, aber das ist Transformers Prime. Ah, es wird ein Pack geben mit denen, steht da oben links. Also wo die Figuren dabei sind, das sind ja die menschlichen Hauptfiguren aus Transformers Prime. Obwohl ich muss sagen, mir hat Megatron recht gut gefallen, weil er so ein bisschen den klassischen Stil hat. Aber ich muss sagen, von allen Serien, die es gibt, abgesehen vom klassischen, hat mir der Animated Megatron mit am besten gefallen.
Sideshow Collectibles, sehr, sehr gute Figuren, teuer. Hier haben wir auch einen Cobra Commander, kann man ein bisschen variieren mit dem Helm. Ein Predator, dann sehen wir Captain America, Black Panther, Storm. Ja, wirklich gut gelungen. Das ist Laserpacks, so ein, hier sehen wir so Teile, ein bisschen wie Fisher-Price, so ein Stecksystem, wo man irgendwie Fahrzeuge bauen kann, die dann im Dunkeln leuchten und durch Elektronik, durch Dioden, ja, ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen. Interessant, aber jetzt nicht meins. So, The Force is Strong with a new Comic Shop. Hier stellt sich ein Comic Shop vor. Thomas Werbung. Nachbestellwerbung. Da ist dann noch eine Seite zwischen. Nee, hier haben wir jetzt G.I. Joe zum Film. G.I. Joe vs. Cobra. Das ist das Filmlogo. Hier sehen wir Charaktere, die jetzt nicht im Film unbedingt vorkamen, aber eben halt in dem modernen Style haben. Ja, G.I. Joe hat sich genauso wie Transformers weiterentwickelt. Wäre jetzt auch nicht ganz meine Serie. Was mir sehr gut gefällt, aber sind die Stands, dass die Figuren stehen können, wenn man sie sich nur hinstellen möchte. Das finde ich recht gut. Zubehör, richtig viel dabei. Wahnsinn. Ja, hier haben wir noch mehr. Fahrzeuge und so. Auch nicht schlecht. Gut gemacht. Wirklich toll gemacht. Retro-Action, DC Superheroes. Ja, okay. Werbung. Hier haben wir nochmal Ultimate Fighting Werbung. Championship Werbung. Ja, das soll's mit dem Tomat Action Figure Digest 197 gewesen sein. Hat euch das Video gefallen? Ein Like, abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, und ja, kommentiert. Schreibt mir eure Meinung, eure Gedanken und so weiter und so fort. Ansonsten bis zum nächsten Mal.